Hallo zusammen, zum zweiten Mal diese Woche habe ich Post bekommen vom Stefano von Bünzli Gewürz. Er hat mir gestern geschrieben, dass mir den Dämonenbub schickt und noch etwas anderes reintut und gerne mein Gesichtsausdruck würde. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe häufig eingeschnitten hier, dass ich es nochmal aufmachen kann, dass es nicht zu lang geht. Darum packe ich es jetzt mit euch zusammen aus. Das hat eine Vorgeschichte. Bünzli Holz Räuchermischung. Da steht Äpfel, Orange, Eiche, Pekan, Ahorn, Kriese und Hickeryholz. Ganz eine geile Sache, danke vielmals. Wir haben letzten Freitag, wo wir gesmokt haben, oder darüber geredet, eine gute Mischung zum Räuchern. Ich weiss nicht, ob das in die Produktlinie reinkommt. Ich probiere es aus, gebe dir Bescheid. Das zweite Mal bist du eingeladen zum Essen. Ich versuche es dann noch abzuklären, ob es in den Verkauf reinkommt beim Stefano. Und, wie gesagt, der Dämonenpups. Das nimmt mich jetzt auch Wunder. Ja, schmeckt kräftig. Da haben wir übrigens geschrieben, da brauchst du einen Waffenschein dazu. Darum nehme ich jetzt nicht gerade das Löffel voll in dem Chiliöl. Danke vielmals, Stefano. Ganz eine coole Sache. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.